Ja, liebe Leute, jetzt haben wir ein Konstrukt in unserer Party oder potenziell ein Konstrukt bei uns. Wir haben, glaube ich, fast alles erledigt, was wir erledigt haben wollten. Ich frage mich, ob wir nochmal mit allen sprechen. Was? Stopp, stopp. Was war das? Ach, Trankregal. Liegt nichts mehr drin. Ist wurscht, ist wurscht. Vielleicht spricht der Emmen nochmal mit uns. Ja. Nö. Spricht Kistrell? Nö, gar nicht mehr. Ah, sie zeigten auf uns mit ihren Mandibeln. Diebeln, Mandibeln. What auch immer. What auch immer, ja, whatever, meine ich. Schlimm, dieses Denglisch. Und ab nach oben. Wir sprechen jetzt nochmal mit. Wie heißt die nochmal? Cathrio, ne? Nein. Wie die Klinge sich mal episch zusammensetzt. Ach, herrlich. Kana, alte Socke. Ich habe einen Bericht der Graumäntel. Unsere Patrouillen machen im Umland Fortschritte. Einige der Ländereien in der Nähe des Festes sind sicher genug, dass noch mehr Bauern das Land bestellen. Was kann ich für euch tun? Ich möchte die Männer organisieren. Wie wär's denn mit Ausbildung? Eine kluge Entscheidung. Ich erteile die entsprechenden Befehle. Berichtet mir über die Kreuzwegfeste. Anständigkeit der Bauern. Die Moral ist allerdings sehr hoch. Anständigkeit der Graumäntel. Trainingdurchschnitt. Stärke der Einheit. Durchschnitt. Büstos. Büstoi. Letzte Mission. Grottenschrate. Bauarbeiten. Gebäude nicht erbaut. Keine. Ausrüstung der Burg, Sicherheit der Ländereien niedrig, Straßensicherheit sehr niedrig. Och. Renoviert mit Wachtürmen und neuen Brücken. Okay. Gut. Quora. Und Sand. Und Elanon steht wieder im Weg herum. So, Elanon. Ihr habt das Buch von Ilt-Kazar gefunden. Wo findet ihr nur immer diese wunderbaren Dinge? Ich muss wirklich selbst mit der Abenteurerei beginnen, wenn ich einmal Zeit finde. Ich habe das Buch gerade erst bekommen. Es spricht sich schnell herum, wie es aussieht. Oh, nun ja, ich bin vorausgelaufen und habe es Eldernon erzählt. Es ist das Buch von Ilt-Kazar. Ich muss das jemandem erzählen. Wie kannst du mit deinen kurzen Beinen schneller laufen als Kelga mit seiner Mönchsgeschwindigkeit? Wisst ihr, das Buch könnte helfen, euer Konstrukt zu verbessern. Haben wir schon. Und sie haben es benutzt, um die Klingen-Golems zu kontrollieren und zu stärken. Ja, stärken. Ihr seid hier. Oh, ihr seid hier. Was höre ich da vom Buch von Ilt-Katze? Habt ihr es? Ein Blitzzauberstab wäre mir lieber gewesen. Das kannst du auch sicher selber herstellen, oder? Ja, Sand, hast du da? Sand? Sand! Sand ist weg. Das ist ja komisch. Gerade eben war er noch da. Oder steht er jetzt woanders? Ach, jetzt stehen die alle drei da hinten? Warum? Laskens Bruderschaft. Hm? Ja? Torrish wollte Garius Dinge verkaufen, ne? Ich dachte, die hätten jetzt wenigstens was zu Kann sagen. ich helfen? Ihr habt erwähnt das Buch von Ilse. Oh, Das ja, haben wir doch dann ich schon. muss mehr über den Ach so. Plattenmechanismus in Erfahrung bringen. Vor allem über die Runeninschrift und die Schwarzpulvereinleitung. Das ist alles schrecklich kompliziert. Ich hoffe, dass ich nichts durcheinander bringe, sonst macht die ganze Feste Bumm! Naja, aus Fehlern lernt man, Ja, oder? vor allem, wenn man die Feste dann neu aufbauen muss. Sonst macht die ganze Feste Bumm. Ja, du mich auch. Was für einen Sinn hat es, Regale hintereinander zu stellen? Die geheimen pornografischen Aufzeichnungen von Eldermann sind dann. Nein, wir spinnen diesen Gedanken nicht weiter. Hallo, Torrio. Seid gegrüßt, Hauptmann. Wie kann ich eure ergebene Dienerin euch diesmal behilflich sein? Gar nicht. Lebt wohl. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich glaube, ich fürchte, ich denke. Wir reden nochmal mit Kana. Was kann ich für euch tun?
Lebt wohl. Doch nicht. Tschüss. Ich fürchte, es führt jetzt keinen Weg mehr daran vorbei, dass wir mal mit Unkus handeln. Ja, ich würde gerne eure Ware sehen. Jawohl! Dann werden wir wenigstens ein paar Sachen los. Hier, das da. Braucht ja keine Sau. Chromsäbel plus 1. Hallo. Himmelsklinge. Woo! 1W8. Was kann die denn? Bei Treffer Unheilstufe 10. Versetzung? Das ist natürlich eine coole Waffe. Die kann er auch nochmal haben. Dann kann er vielleicht sein Kristallschwert austauschen. Hatten wir die Einhornarmbrust? Ich weiß nicht. Die verkaufen wir jetzt. Wir haben jetzt das Schwertchen. Der Regenerationsring. Den können wir vielleicht irgendwem anders andrehen. Bei plus 1 braucht auch keiner. Ja, wir brauchen schon Schleuderkugeln. 2 Goldmünzen. Naja, es läppert sich. Und die kann man nicht mal... Die kann man nicht mal verkaufen. Dann werden wir sie mal fallen lassen. Genauso wie die Pfeile. Bolzen plus 1 können wir wenigstens für ganze 3 Goldmünzen verkaufen. Hey! Goldhalskette. Natürliche Rüstung plus 4. Amulett des Meisters. Oh, das war zu gut, um es abzulegen. Allerdings 27. Wo haben wir denn jetzt das Amulett des Meisters? Ach, das ist hier. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ach, Emmen ist gar nicht da. Natürliche Rüstung. Möchtest du das vielleicht noch haben? Mächtige Feuerbalzhalskette. Ich balze mit Feuer. Ja, ja. Mit Wissen. Weg damit. Das brauchen wir nur bei Rapunzel. Ausdauer des Ochsen. Bier. Nee. Nehmen wir voller Beutel. Ist da was drin? Nein. Toll. Also wenn wir mal wieder schwere Gegenstände haben, wie die schwarze Robe der Erzmagier. Nur benutzbar vom Böse, Hexenmeister oder Magier. Nö. Aber verkaufen können wir sie ja mal. Die Eisklinge können wir auch verkaufen. Und Edelstein des wahren Blicks können wir auch verkaufen. Ring der Macht. Was hat der nochmal gemacht? Der Ring der Macht? Der hatte tolle Sachen. Der Regeneration. Ach, das ist der Schutzring. Okay. Ist gar kein Regenerationsring. Wenn wir den ausziehen, haben wir nur noch 20. Gott. Nee. Das lassen wir jetzt mal. Das verkaufen wir mal. Und das verkaufen wir mal. Es hat uns eh nichts gebracht, die Brücke zu konstruieren. Dann wollen wir das auch nicht haben. Über den Wächter. Tschüssikowski. Das bringt ja richtig viel Geld. Ich bin beeindruckt. Fall Elefants und noch was anderes. Wieso ist der hier nicht drin? Das ist ja doof. Ich möchte das Schwert neu schmieden. Da ist was. Frechheit. Charisma und so weiter. Okay. Ja. Alle Ladungen wiederhergestellt. Ladungen von was? Von meinen Zaubern vielleicht? Das wäre natürlich sehr genial. Das wäre episch. Gut, wir zögern das mal nicht weiter hinaus, sondern gehen hinaus. Um zu sehen, was uns erwartet, wenn wir jetzt mit Neval sprechen. Jetzt hat es sich neu zusammengesetzt. Ist der Splitter jetzt noch da? Ja, okay. Tschüss, Videl. Kannst du eh nichts mehr machen. Dann sprechen wir mal mit Neval. Vielleicht davor nochmal mit Bevel. Wer weiß. Freut mich, dich zu sehen. Oh, ja. Ich mich auch, dich zu sehen. Na, Neval.
Ihr habt viel getan, doch es gibt noch mehr zu tun, um Verbündete zu gewinnen und diese Feste für die Schlacht zu rüsten. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid. Okay, warte mal. Ich bereite mich noch immer vor. Was ist denn hier in unserem Tagebuch so alles drin? Das Tal von Merdalane erreichen. Wenn die Armee des Fürsten und Anne, ihr müsst die Feste verteidigen, um Eldern und Zeit zu verschaffen. Okay, die Schattenschütter aufhalten. Der dritte, ne? Ihr konntet vernichten. Die letzten Schattenschütter werden höchstwahrscheinlich mit der Schattenarmee reisen, die sich der Kreuzwegfeste nähert. Allianzen. Ich glaube, wir haben jetzt schon alles gemacht, was wir machen konnten. Wir müssen ihn ansprechen. Die Kreuzwegfeste ist... Ich wollte mich mit den Wendersnaven verbinden, aber ich finde sie nicht. Dann werde ich bei Hochfels mit Nesha zusammentreffen. Aber wartet, komme ich nicht mit euch nach Hochfels? Nesha bittet euch hier zu bleiben und die Feste zu sichern. Außerdem möchte er euer Leben und das Leben eurer Gefährten nicht bei Hochfels riskieren. Von euch hängt ab, ob wir den Fürst der Schatten besiegen. Okay, das klingt, als rechne Nesha nicht damit, die Schlacht zu gewinnen. Wir werden alles tun, um aus dieser Schlacht als Sieger hervorzugehen. Doch ich will ehrlich sein, diese Schlacht soll uns Zeit verschaffen, damit die Bewohner nie mehr das rechtzeitig aus der Stadt fliehen können. Und Zeit, um eine Methode zu finden, den Fürst der Schatten zu besiegen, bevor seine Truppen weiter vorrücken. Lebt wohl und viel Glück, Hauptmann. Unser Schicksal ruht in euren Händen. Es ist, als würden sich alle Toten des Sumpfes erheben. Es sind so viele. Dann werden wir eine Straße mit ihren Leichen pflastern. Der Feind kommt! Es sind Männer, die einmal gestorben sind und wieder sterben werden. Wir sind ihnen gewachsen. Sie wissen nichts von Mut und Ehre. Sie haben niemanden, für den sie kämpfen. Und darum werden sie durch unsere Schwerter und Speere fallen, denn die Götter sind mit uns. Schwestern, stellt euch Seite an Seite gegen den Tod. Ganz Niewinter steht hinter euch. Erinnern wir sie an den Tod und schicken wir sie zurück in die Höllen. Für Ferelden. Ihr wisst ja, für Frodo, für den Kuchen. In den Kampf. Die Neun. Zu mir! Lord Nesha! Wir müssen uns zu ihm durchschlagen, um ihn zu retten. Die Neun, zu mir! Männer von Niewinter, Lord Nesha ist verwundet. Alle Mann zur Kreuzwegfeste. Wir werden sie dort erwarten. Es gab schon epischere Schlachtinszenierungen. Das war ja ganz nett. Da kommt Sir Neval angeschlendert, als wäre nichts passiert. Und es geht weiter, würde ich sagen. Wir können ja mal warten, bis er zu uns kommt. Normalerweise müssen wir ihm ja immer hinterher rennen. Dann machen wir das jetzt mal anders. Jetzt rennt er. Ach, sag bloß, Neval, sag bloß. Nein, das ist keine schönere Kameraeinstellung. Das ist nicht so gut. Ich möchte eine schönere Kamera... Ach, das kann ich jetzt nicht. Ah, toll. Wieso redest du mit Sievi? Naja. Die Schlacht bei Hochfels verlief nicht zu unseren Gunsten. Tiefwasser und das Grafenbündnis haben Verstärkung geschickt. Doch wenn wir die Feste nicht halten, bis sie eintrifft, ist alles verloren. Tja... Haben wir doch gesagt. Naja. Schlimmer noch, Lord Nesha wurde in der Schlacht verwundet und wird in die Feste gebracht. Er muss erst genesen, bevor er wieder aufbrechen kann. Er muss hier nicht mithören. Was muss ich tun? Wir müssen diese Feste um jeden Preis halten. Redet mit euren Leuten hier. Seht, was ihr tun könnt, um euch für die Belagerung zu rüsten. Mehr können wir nicht tun, bis die Verstärkung eintrifft. Trifft voll mit Dö. Hey, Meister Videl.
Ich habe alle Steine aus den Steinbrüchen aufgebraucht. Ich fürchte, im Moment kann ich nichts bauen. Ich komme mir so nutzlos vor. Okay. Nee, gar nicht. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Gut, dann reden wir mal mit den Leuten hier, was auch immer er damit gemeint hat. Vielleicht mit Kelga? Was wollt ihr, Mädchen? Wer seid ihr gleich wieder? Ich habe euch zum Mönch ausgebildet und so weiter, aber sonst... Ja? Wollt ihr etwas von mir? Nein. Ich nicht von dir, aber du von mir. Aber den Dialog hatten wir auch schon tausendmal, Casimir. Das wiederholt sich alles. Das muss doch jetzt echt nicht sein, oder? Yeah, und schon wieder... Oh! Eldanon versperrt uns. Ah, da seid ihr ja. Verzeiht, aber ich hatte mich gefragt, ob ihr Ammon Jarrow irgendwo gesehen habt. Ich habe einige Fragen über den Fürst der Schatten an ihn, aber er scheint schwer aufzutreiben zu sein. Ihr sucht Jarrow? Tintengesicht hat die Feste vor kurzem verlassen. Ich dachte, ihr hättet ihn endlich weggeschickt, Hauptmann. Ach, Bishop, du Herzchen. Oh, warum sollte er jetzt verschwinden? Wenn er weg ist, na und? Ich kann ihn aufspüren, wenn ihr wollt. Ich denke ja, wir sollten ihn ziehen lassen oder ihn töten. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Du sagst es, es ist nur deine bescheidene Meinung und keiner hört auf deine bescheidene Meinung. Gehen wir Ammon Jarrow suchen. Das Konstrukt, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich fürchte, es kommt etwas sehr Zähes, aber es das nächste Mal. Müssen wir Bishop mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Siervi ist wichtig für die Überlebenssachen. Nehmen wir Sand mit. Casimir kommt auf jeden Fall mit, der kann gut zuhauen. Und wie wär's denn dann noch mit Eleni? Ne, Kelga. Kelga kann auch noch gut zuhauen. Wo führt uns das hin? Na, kennen wir diese Gegend nicht? Was macht Ammon Jarrow hier?